Es ist das Jahr 1810. Wie die meisten Menschen ihrer Zeit lebt Lisa auf dem Dorf. Ihre Nachbarin kennt sie seit ihrer Geburt. Auch sie stammt aus einer Bauernfamilie. Die benachbarten Bauern sind darauf angewiesen, einander zu helfen. Etwa wenn bei einem Kälteeinbruch die Ernte gerettet werden muss. Die Nachbarn im Dorf wohnen und arbeiten zusammen. Sie bilden eine Schicksalsgemeinschaft, ob sie wollen oder nicht. Lisas Ururenkelin Lisa ist in die Stadt gezogen, um in der Fabrik Arbeit zu finden. Einige Kilometer von der Fabrik entfernt liegt die Mietskaserne, in der Lisa wohnt. Wohnen und Arbeiten finden jetzt an getrennten Orten statt. Ganz anders als früher auf dem Bauernhof. Ihre Nachbarinnen sieht Lisa nur in ihrer knappen Freizeit. Von ihnen erfährt sie den neuesten Klatsch. Das hätte ich doch prima angesehen. Aber meistens ist Lisa froh, wenn sie mit ihrer Familie in den eigenen vier Wänden für sich sein kann. Lisas Enkelin Lisa hat den Bombenhagel überlebt. In ihrer Wohnung sind Flüchtlinge einquartiert worden. In harten Zeiten wie diesen rücken Nachbarn wieder eng zusammen. Sie müssen einander helfen, um zu überleben. Der Wunsch nach Privatsphäre muss dahinter zurücktreten. 1970. Lisas Tochter Lisa lebt wie viele Menschen in einer modernen Neubausiedlung. Die meisten ihrer Freunde und Verwandten wohnen weiter weg, zum Teil in anderen Städten. Von ihren vielen Nachbarn kennt Lisa dagegen kaum jemanden, auch wenn sie von ihnen oft mehr mitkriegt, als ihr lieb ist. Neuigkeiten erfährt Lisa aus dem Fernsehen, nicht mehr von den Nachbarn. Auch für Alltagshilfen ist sie nicht mehr auf die Nachbarn angewiesen. Sie bezahlt für diese Dienstleistungen. 2017. Lisas Enkeltochter Lisa ist in die Innenstadt gezogen. Sie will Läden und Restaurants in ihrer Nähe haben. Ihre Freunde sind über die ganze Welt verstreut. Kontakt zu ihnen hält Lisa übers Internet. Trotzdem ist es Lisa wichtig, mit wem sie zusammenlebt. Über eine App hat sie gleichgesinnte Nachbarn gesucht und gefunden. Dass man sich untereinander hilft und Dinge verleiht, ist für die Nachbarn selbstverständlich. Es ist sogar eine Art Mode geworden. Nachbarschaft ist für Lisa heute nicht mehr Schicksal. Sie entscheidet jetzt selbst, mit welchen Nachbarn sie wie viel Kontakt haben möchte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wissenschaft und Wissen kann süchtig machen. Und wir können deine Sucht befriedigen. Gib uns einen Daumen hoch und mehr Stoff findest du hier. Und wenn du es noch nicht getan hast, du kannst uns auch abonnieren.